3,5 Millionen. Nee, warte mal. 18,5. Quatsch. 27,2 Millionen. Leute haben sich das allein diese Woche runtergeladen. Das müssen wir unbedingt ausprobieren, ruft Tarek und drückt mir einen Controller in die Hand. Ein neues Computerspiel also. Hatte ich irgendwie gar nicht mitgekriegt. Nun gut, ich bin ja auch nicht so der Spieletyp. Das letzte Mal, als ich behauptet hatte, ich würde Videospiele mögen, fand ich mich danach latzbehost und schnurrbebartet unter einem tropfenden Waschbecken wieder und tauschte lautstark auf Italienisch fluchend einen Siphon aus. Meine Begeisterung hält sich also in Grenzen, bis Tarek mir das Werbevideo zeigt. Ladies and Gentlemen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also Hintern aufs Sofa und Hände an die Knöpfe. Sie wollen Gerechtigkeit, sie kriegen Gerechtigkeit. Fast wie im echten Leben, aber doch ganz anders. In 3D. Ihnen ist zu viel Ego im Ego-Shooter? Waffen finden Sie eh doof? Dann ist Fairplay 2.0 genau das Richtige. Belohnen Sie sich mit Sternen und Punkten für viele gute Taten. Manövrieren Sie sich durch verschiedenste Level. Ob im Mehrspielmodus mit Ihren supersozialen Freunden oder ganz cool als engagierter Einzelkämpfer. Andere User sind Ihnen zu Lampedusa? Setzen Sie ein Zeichen und beziehen Sie Stellung. Sie dachten, Justitia sei blind? Falsch. Sie trägt eine Nerdbrille. Ganz neu für Konsole, PC und als App. Der Gerechtigkeitssimulator. Fairplay 2.0. Wir bringen die Fairness ins Spiel. Es existieren Gerüchte, dass manche Spieler in der Bahn vergessen haben, bedürftigen Menschen Kleingeld zu geben, weil sie zu beschäftigt waren, auf ihrem Handy bedürftigen Menschen Kleingeld zu geben, flüstert Tarek ehrfürchtig. Seine Augen leuchten. Ich kann ihn irgendwie verstehen. Endlich mal die volle Kontrolle über sein Leben haben, so mit einfachem Aktion-Reaktionsprinzip und ohne Ansehen der Person. Dass er das Spiel gut findet, ist irgendwie klar, denn nun, lassen Sie es mich poetisch ausdrücken, im Rahmen seiner Möglichkeiten hängt das Bild schief. Schief sitzt auch die goldumrandete Brille auf Maximilians Gesicht rechts neben mir. Wo Tarek einen kleinen Rahmen sein eigen nennt, ist Maximilian von Hohenstein quasi der Besitzer einer ganzen Galerie. Tarek links und Max rechts, dazwischen auf dem Sofa ich, die Verbindungsfrau im heterogenen Freundeskreis, die Vermittlerinstanz im gut versteckten Klassenkampf. Und nun sitzen sie, Einladung sei Dank, gemeinsam auf meinem Sofa. Ach, bin ich sozial. Ich würde mir glatt Bonuspunkte geben, wenn ich könnte. Aber geht ja nicht, sind ja nicht im Spiel. Noch nicht. Eine Minute später. Das ist mein Obdachloser! Brülle ich und schubse die Person neben mir zur Seite, weiche gekonnt ein paar Wurfgeschossen aus purer Liebe aus und bekomme plötzlich ein Bein gestellt. Blitzschnell hüpfe ich über das Hindernis, hechte auf eine riesige Waagschale, katapultiere mich in die Luft und werfe gekonnt einen Haufen Münzen in den Becher des Mannes, der bis vor 2 Sekunden noch keine dicke Jacke an und keine warme Suppe vor sich stehen hatte. Verdammt, Tarek war schnell, aber ich habe keine Zeit, mich aufzuregen, sondern zucke ein Märchenbuch, helfe noch schnell einer hilflosen Entenfamilie über die Straße, umarme für ein paar extra Punkte vorurteilsfrei einen Banker und biege ab in Richtung Kindergarten. Und jetzt wird vorgelesen, ob sie wollen oder nicht. Plötzlich wird es hektisch. Liebe, wir brauchen mehr Liebe, tönt es von rechts. Überall fliegen Kuscheldecken, Blumensträuße, Erstausgaben des Leviathan und Kopien der UN-Menschenrechtskarte durch die Gegend. Und sogar ein Fairphone wirbelt im Zeitlupentempo durch die Szenerie und trifft einen meiner Mitspieler hart am Kopf. Die Situation wird unübersichtlich. Wohltäter am Boden! Wohltäter am Boden! Pause. Irgendwas läuft hier schief. Gutes für andere tun, weil man Punkte für sich selbst sammeln will. Das passt nicht zusammen, sage ich. Tarek und Max gucken unschlüssig. Ich beende den Modus And Justice for All und klicke mich durch die möglichen Spielvarianten. Counter-Strike. Was ist denn das, frage ich. Ach, da musst du einen Streik von Thekenkräften beenden, indem du die Arbeitsbedingungen änderst, sagt Tarek. Ist aber langweilig. Und Anno 1795 auch, da geht es nur darum, den Adligen die Kuchenstücke abzujagen. Ich höre einen erleichterten Seufzer rechts neben mir, als der Mauszeiger dieses Level überspringt und ich stattdessen auf Einzelspieler klicke. Bitte geben Sie Ihre Grundwerte ein. Wir geben Tareks Grundwerte ein. Dann seinen Namen. Dann starren wir auf die Fehlermeldung. Aber du hast doch Abitur, frage ich ungläubig und überprüfe nochmal die Angaben. Beruf der Mutter, Verkäuferin, passt. Beruf des Vaters, Fleischer, passt. Religion und sexuelle Orientierung auch und als Ausbildung steht da Jurastudium, 4. Semester. Bis dahin hat auch alles funktioniert, nur bei Tarek Öztürk war dann Schluss. Lass mal gucken, was passiert, wenn wir da Stefan Müller eingeben, schlägt Max vor und grinst. Irgendwie bist du falsch eingestellt. Du bist falsch eingestellt, keift Tarek. Wer hat denn gerade dafür gesorgt, dass wir nicht alle dieselbe Punktzahl kriegen? Max wird lauter. Sind wir jetzt im Kommunismus oder was? Tarek steht auf. Würde dir mal ganz gut tun. Du könntest auch mal was anderes teilen als deinen Status, dein
kontert. Immerhin hat meine Familie Geld. Wir sind ganz dick im Aktiengeschäft. Schön für euch. Aber wenigstens hält mein Vater sich an den Grundsatz, mit Essen spielt man nicht. Okay, sage ich. Wir können gerne gucken, was passiert, wenn wir deine Grundwerte eingeben, Max. Sofern du überhaupt sowas wie Grundwerte hast, sagt Tarek. Gesagt, getan. Sein Spiel beginnt und die Hintergrundmusik ertönt. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the... Oh. Wir stutzen. Wie sieht's denn hier aus? Wo sind denn die ganzen Menschen? Und Hürden? Und Sterne? Du kannst hier ja gar nichts einsammeln, sagt Tarek. Guck mal, sage ich und zeige auf einen Infotext am Bildschirmrand. Und deine Sterne wurden schon eingesammelt, du musst sie nur noch da vorne abholen. Und die Klötze, auf denen du sonst rumspringen müsstest, die wurden schon für dich weggetragen. Und auch die Mauern zum Drüberspringen sind weg hier. Steht zwar, dass es noch andere Mauern gibt, aber die kannst du irgendwie gerade nicht sehen. Wir schauen Max dabei zu, wie er seine Spielfigur langsam von links nach rechts bewegt. Am Ende des Bildschirms angekommen, jubelt das kleine pixelige Männchen und wirft Sterne in die Luft. Max sagt kein Wort. Dann bin ich an der Reihe. Machen wir es kurz. Mein Endgegner entpuppt sich als überdimensionale Schere, die ich nur besiegen kann, weil ich Tarek Öztürk und Maximilian von Hohenstein von den Rändern weglocke. Wie ich das genau schaffe, dafür gibt es leider keine eindeutige Tastenkombination und kein Patentrezept. Und so zu tun, als ob, wäre auch irgendwie ungerecht. Ich mache den Bildschirm aus und gucke meine Mitspieler an. Wie kommt ihr denn jetzt nach Hause, frage ich. Also ich laufe, sagt Tarek und zieht sich eine Bergsteigerausrüstung an. Ich werde abgeholt, sagt Max. Tarek öffnet die Tür und beginnt, über die erste seiner vielen Mauern zu klettern. Ich hol schon mal das Werkzeug, sage ich. Wäre doch gelacht, wenn wir die nicht einreißen können. Und wenn nicht, dann hängen wir erstmal unsere drei Bilder dran. Aber vorher besorgen wir uns Pinsel und Farbe. Und eine Wasserwaage. Wir müssen da noch was gerade rücken. Wobei, die benutzen wir besser erst ganz zum Schluss, denn ob etwas schief hängt oder nicht, liegt letztendlich doch immer im Auge des Betrachters. Dankeschön, viel Spaß dabei.